Unsere Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der nicht loslässt das Werk seiner Hände. Amen. Ich grüße alle ganz herzlich zu unserer Videoandacht zum Sonntag Jubilate. Das Lob Gottes wollen wir heute singen. Der Posaunenchor hat uns schon eingestimmt in diese liebe Sommerzeit, wie Paul Gerhardt dichtet, vielleicht besser in diese schöne Frühlingszeit. Gott loben. Und auch darauf wollen wir heute hören, was das wirklich bedeutet, dass alles von Gott kommt, das er uns gemacht hat. Wir wollen beten. Du Gott des Lebens, am Morgen weckt uns der Jubel der Vögel. Deine Schöpfung hat ein neues Kleid angelegt und die Blumen spiegeln die Buntheit deiner Gnade. Wir stimmen ein in das Lob deiner Treue, trotz aller Risse in der Schönheit der Welt. Wir verlassen uns auf dein Versprechen, dass du nicht preisgeben willst, was du geschaffen hast, sondern dass du Himmel und Erde erneuern willst durch deine Lebensmacht. Gott, halte dein Wort und breite unter uns eine Hoffnung aus, die alle Müdigkeit und Verzweiflung vertreibt, die uns wach macht zu beherztem Handeln nach deinem Willen. Amen. Ich lese den Predigttext für den kommenden Sonntag. Der steht in Apostelgeschichte 17, die Verse 16 bis 34. Ich lese aus der lutherischen Übersetzung. In Athen. Als aber Paulus in Athen auf sie wartete, ergrimmte sein Geist in ihm, als er die Stadt voller Götzenbilder sah. Und er redete zu den Juden und den Gottesfürchtigen in der Synagoge und täglich auf dem Markt zu denen, die sich einfanden. Einige Philosophen aber, Epikureer und Stoiker, stritten mit ihm. Und einige von ihnen sprachen, was will dieser Schwätzer sagen? Andere aber, es sieht so aus, als wolle er fremde Götter verkündigen. Er hatte ihnen nämlich das Evangelium von Jesus und von der Auferstehung verkündigt. Sie nahmen ihn aber mit und führten ihn auf den Areopag und sprachen, können wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die du lehrst? Denn du bringst etwas Neues vor unsere Ohren. Nun wollen wir gerne wissen, was das ist. Alle Athener nämlich, auch die Fremden, die bei ihnen wohnten, hatten nichts anderes im Sinn, als etwas Neues zu sagen oder zu hören. Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach, ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar, auf dem stand geschrieben, dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht im Tempel, die mit Händen gemacht sind. Auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen, wie einer, der etwas nötig hätte, da er doch selber jedermann Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen, damit sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten. Und für wahr,
Er ist nicht ferne von einem jeden von uns, denn in ihm leben, weben und sind wir. Wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben, wir sind seines Geschlechts. Da wir nun göttlichen Geschlechts sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen, silbernen und steinernen Bildern durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten will, mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten, die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber ein anderer Mal weiterhören. So ging Paulus von ihnen. Einige Männer schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Unter ihnen war auch Dionysius, einer aus dem Rat und eine Frau mit Namen Damaris, und andere mit ihnen. Amen. Liebe Gemeinde, wir gehen auf Pfingsten zu. Ende Mai ist das Fest. Mal sehen, was da gottesdienstlich schon wieder möglich ist. Was wir gerade von Paulus in Athen gehört haben, seine Predigt auf dem Areopag, die ist ganz vom pfingstlichen Geist geprägt. Denn das Evangelium kann nicht nur in allen Sprachen gepredigt werden, sondern es ist auch möglich, die frohe Botschaft vom auferstandenen Herrn in alle Kulturen hinein zu übersetzen. Gerade dafür steht der Apostel Paulus. Er hat Maßstäbe gesetzt für dieses bis heute wichtige Übersetzen. Seine Rede in Athen ist ein besonders anschauliches, ein besonders lehrreiches Beispiel dafür. Ich habe dazu ein Bild mitgebracht, ein wenig im Comic-Stil. Aber der ist ja manchmal besonders deutlich. Im Hintergrund sehen wir die weltberühmten Tempel der Akropolis. Selbst als Ruinen sind die heute noch beeindruckend. Einen ähnlichen Blick hat man tatsächlich vom Areopag, diesem Berg, auf dem schon Sokrates gelehrte Gespräche mit seinen Freunden und auch mit seinen Gegnern geführt hat. In der Mitte sehen wir Paulus, recht ungewöhnlich wird er hier dargestellt. Die alten Meister haben ihn häufig als gut aussehenden, als mitreißenden Redner gemalt. Paulus war weder das eine noch das andere. Die Gemeinde in Korinth hat das einmal ausdrücklich beschwert sich darüber, sein klägliches Auftreten und Aussehen. Paulus war einer, der mit dem Inhalt seiner Rede, seiner Predigt punkten musste. Vielleicht wollte der Zeichner hier aber auch nur die Situation am Ende der Rede darstellen, als Paulus schon so bei sich dachte, na, ob ich hier wohl so allzu viele überzeugen werde? Aber er hat sich ja auch Großes vorgenommen. Paulus traut sich hier sozusagen in die Höhle des Löwen, in die Kulturhauptstadt der damaligen Welt. Rom
mag schon lange das politische Machtzentrum geworden sein, Athen war immer noch das Zentrum der Wissenschaft. Mit den Klügsten seiner Zeit sucht Paulus also das Gespräch, ihnen predigt er. Trauen wir uns das heute noch als Kirche? Den Dialog mit den Wissenschaften, die Auseinandersetzung mit den Gelehrten, den Intellektuellen? Vertrauen wir noch dem Geist von Pfingsten, dass das Evangelium in jede, also auch in ihre Sprache, die Sprache der Denker, übersetzbar ist? Eine Sache ist in meinem Bild hier falsch. Da sind rechts und links zwei Kritiker zu sehen. Einer scheint Paulus gerade einen Vogel zu zeigen, bei dir piept's wohl. Der andere sieht so aus, als ob er gerade zu einem langen Ja, aber ausholt. Es fehlen eigentlich hätte ich die dazu malen sollen, die Menschen, die sich Paulus angeschlossen haben. Denn seine Mühe war ja nicht vergebens. Paulus ist in Athen nicht gescheitert. Wenn da welche gescheitert sind, dann sind das exemplarisch die Weisen dieser Welt. Ihnen ist das Wort vom Kreuz zur Torheit geworden. Aber eben nicht deswegen, weil Paulus so unverständlich geredet hätte. Er hat in der Kraft des Heiligen Geistes das Beste getan und damit auch einige gewonnen. Das ist bis heute so. Immer noch lohnt es sich auch, mit den Klugen dieser Welt über Jesus Christus zu sprechen. Auch da gibt es Interesse, so wie hier. Sie nehmen ihn ja mit zu einem weiteren Gespräch, nehmen sich die Weisen hier Zeit und einige werden gläubig. So, und jetzt muss ich mich zurückhalten. Wer mich kennt, weiß, dass ich jetzt liebend gerne mit Ihnen jeden einzelnen Satz, jeden einzelnen Vers dieser Rede von Paulus durchgehen würde, wie er da in die Gedankenwelt seiner Gesprächspartner eintritt, wie er bei ihren Stärken anknüpft. Ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt, wie Paulus auch seine klassische Bildung durchblicken lässt. Ja, ich kenne eure Dichter, ich bin kein Barbar. Ganz viel Einfühlung, Einpassung, aber eben keine Anpassung, keine Anbiederung. Das kann man in dieser Rede auch lernen, wie Paulus im Dialog dennoch bei seiner Sache bleibt. Wie er genau markiert, ab hier beginnt unsere Differenz. Ab hier ist es nötig, umzukehren von den falschen Wegen. Oft wird gesagt, dieser Punkt ist schon erreicht bei den Worten über die vielen Götterbilder und Heiligtümer. Ich verkündige euch den Gott, der nicht in Tempeln wohnt, die von Händen gemacht sind. Aber spannend ist, das Spotten kommt erst ein ganzes Stück später. Erst als Paulus von Jesus, dem Auferstandenen, redet. Ich deute das so, diese Vielzahl der Götter, der Bilder, der Tempel, seine Gesprächspartner kannten das schon lange, dass man das seltsam finden kann, dass man daran Kritik üben kann. Da hatte sich jeder von ihnen schon seine eigene Erklärung für zurechtgelegt. Vielleicht diese, die bis heute weit verbreitet ist. Ach, im Kern, im Wesentlichen ist das auch alles dasselbe. Gottes Vorstellungen von verschiedenen Menschen zu verschiedenen Zeiten, an verschiedenen Orten erdacht. Darum diese zahlreichen Unterschiede. Deshalb hat man eine Zeit lang auch die verschiedenen Tempel nebeneinander aufgebaut. Aber letztendlich ist das alles dasselbe. Wir haben das schon längst durchschaut, von unserem Abstand betrachtet aus, von unserer geistigen Höhe, die wir erklommen haben. Auf meinem Bild der Kritiker rechts, dem traue ich solche Sätze zu, wie er gerade zu diesem Ja, aber anhebt. Ja, Paulus, du hast dir da von hier und dort sicherlich ein paar kluge Gedanken zusammengeklaubt, vielleicht sogar das eine oder andere neue dabei. Interessant. Aber warum dieser missionarische Eifer? Warum machst du uns diesen Stress? Viele Wege führen zum Ziel. Jeder sollte doch seinen eigenen wählen dürfen. Der andere Kritiker links, der sieht die vielen Tempel vielleicht eher als Kunst. Schau doch mal, Paulus, was unsere Vorfahren, die Athener, Tolles schon zu Wege gebracht haben, welche ungeahnten Höhen menschlicher Schöpfergeist da erklommen hat. Ist das nicht bewundernswert?
So könnte man seinen erhobenen Finger auch bedeuten, dass er gar nicht einen Vogel zeigen will, sondern den Verstand rühmen. Hier, da muss man schon ganz schön viel in der Birne haben, um so etwas Geniales zu erschaffen. Und auch um so kluge Gedankengebäude aufzutürmen, wie wir es hier in Athen tun, an der Universität. Und da redest du, Paulus, von Unwissenheit? Ja, hier liegt viel eher der Punkt, meine ich, wo Paulus die Differenz sieht, wo er zur Umkehr rufen muss. Die Frage, was der Mensch denn aus sich selbst vermag, was er mit seinen eigenen Fähigkeiten erreichen kann. Modern gefragt, und darüber sind wir ja gerade in diesen Corona-Zeiten wieder neu ins Nachdenken gekommen, haben wir als Menschen mit unserer Wirtschaft und Wissenschaft, mit unseren Künsten und Wissen wirklich alles im Griff? Können wir selbst alles kontrollieren und beherrschen in der großen, weiten Welt oder auch nur in unserem eigenen kleinen Leben? Da war Paulus schon mit seinen jüdischen Geschwistern schwer in der Diskussion, was wir mit unserem Tun erreichen können. Ob das einen Weg hin zu Gott eröffnet, das strenge Einhalten der Gebote, das strenge Abstandhalten zu den Völkern, das unbeirrbare Festhalten an der Tradition. Bei den Griechen war es eher das Denken. Sie meinten, darin bekommen wir immer mehr Einsicht in alle Dinge. Wir können das Zufällige, das Unreine, das Vergängliche mehr und mehr hinter uns lassen. Auch diese Unterschiede, wie Gott hier oder dort verehrt wird, die werden für uns immer unwichtiger. Am Ende bleibt allein das Wesentliche, meine reine, unsterbliche Seele bleibt übrig, so steigt der Mensch zu göttlichen Höhen empor. Paulus hält dagegen, alle diese menschlichen Versuche, die Welt in den Griff zu bekommen oder gar Gott in den Griff zu bekommen, bleiben erfolglos. Es stimmt zwar, das Streben der Menschen, dass sie nach Höherem suchen, ist ihnen von Gott selbst eingegeben. Aber durch die Sünde geht es immer wieder in die falsche Richtung. Dass Menschen eben doch unzählige Altäre bauen, dass sie opfern, meinen Götter durch Opfer beeinflussen zu können, dass sie sich falsche Bilder von Gott machen und sie anbeten, entweder aus Edelmetall oder auch nur in Gedanken, etwas, woran Menschen ihr Herz hängen. Vielleicht hat Paulus ja auch noch viel mehr hier ausgeführt. Es könnte auch nur die Kurzfassung seiner Rede sein. Deshalb, weil eben alle menschlichen Wege nicht zum Ziel führen, gibt es nur eine einzige Möglichkeit, Jesus Christus, der Gekreuzigte und Auferstandene. In ihm ist Gott zu uns gekommen, Mensch geworden. So ist er uns verwandt geworden. Wir sind seines Geschlechts, Vers 28. Gott hat uns gesucht und gefunden. Nur so herum ist Rettung möglich. Nicht durch menschliche Möglichkeit, weder durch unser Tun noch unser Denken, sondern allein durch das Handeln Gottes in Jesus Christus. Das ist das wahre Ärgernis hier, wie Paulus am Ende alle anderen Wege zu Gott abweist und nur auf Jesus Christus zeigt. In Vers 32 heißt es zwar, sie fingen an zu spotten, als er von der Auferstehung redete, aber ich meine, das ist nur der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Schon vorher ahnen diese Menschen, hier sind auf einmal nicht mehr wir es, die schön von oben alles beurteilen können, die kritisieren, die sich alle Dinge offen halten können, sondern da urteilt jetzt ein anderer über uns, ganz von oben. Und der zeigt den einzigen Weg zur Rettung, den er erwählt hat, der uns jetzt angeboten wird. Das macht ihnen Paulus unverständlich klar. Durch Spott versuchen sich einige, das Ganze vom Leib zu halten. Andere schieben die Entscheidung auf die lange Bank. Aber ein paar der Klugen und Weisen haben es auch verstanden. Sie schließen sich Paulus an. Beides zusammen ist es, was sie überzeugt. Wie Paulus wirklich klug bei ihrem Denken, bei ihren Erfahrungen angeknüpft hat. Er hat das Evangelium in ihre Welt übersetzt. Und wie Paulus dann aber auch klar die Differenzen benannt hat, wo Umkehr nötig ist zu dem einen Herrn, zu ihm, der wirklich alles als einziger wahrhaft im Griff hat.
Zu beidem gibt uns der Geist von Pfingsten die Kraft bis heute. Ein letztes noch. In unserer Lutherbibel ist ein Vers fett gedruckt, der 27. Paulus bezeugt von Gott dem Schöpfer, für wahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns, denn in ihm leben, weben und sind wir. Das gilt für alle Menschen. Auch die, die nichts davon wissen, auch die, die nichts davon wissen wollen, auch denen ist Gott nahe. Er lässt seine Sonne ebenso scheinen über ihnen, lässt auch ihnen seine Schöpfung aufblühen, wunderbar, wahrhaft, ein Grund zum Jubeln in dieser Zeit. Aber erst im Glauben an Gott, den Schöpfer, können wir wirklich ermessen, was uns da geschenkt wird. Was uns hier wirklich zugesagt wird, dass wir in ihm, in Jesus Christus, sind und ewig bleiben werden. Nichts kann uns aus seiner Hand reißen. Solche Zuversicht haben wir, die dürfen wir aller Welt bezeugen. Amen. Wir wollen beten. In dir bleiben, Christus, das wollen wir. Die Kraft von dir empfangen, sie aufnehmen und weiterreichen, das, was du uns gibst. Herr, ohne dich können wir nichts tun. Du gibst die Kraft, aus dir strömt sie, gib sie besonders denen, die müde sind, die erschöpft sind von Corona, die sich aufreiben in der Sorge für andere, deren Mut aufgebraucht ist, die sich fürchten vor dem, was kommt. Erbarme dich. Du bist der Frieden. Du berührst die Herzen, verwandle die Hartherzigen. Herr, du bist die Liebe. Du machst alles neu. Bleibe du bei den Trauernden, Christus. Hilf du, tröste du sie, halte sie ganz fest. Sprich du selbst zu uns, zu deiner Gemeinde, zu deiner weltweiten Kirche. Bleibe bei uns, erbarme dich heute und alle Tage, die kommen. Wir beten, wie Jesus Christus uns gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht hin mit dem Segen des Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig.
Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. Amen.